In diesem Video erkläre ich dir 7 toxische Finanztipps von den Boomern, die dich arm machen werden. Wir werden uns darüber unterhalten, was die Boomer-Generation für Ratschläge hat, resultierend aus ihren eigenen Erfahrungen, die sie die letzten Jahrzehnte gemacht haben, und diese an unter Umständen jüngere Menschen weitergeben, die dich aber eben nicht weiterbringen. Darauf wollen wir in diesem Video mal gemeinsam eingehen. Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist David Tappe und ich bin seit über 14 Jahren Experte für das Thema Altersvorsorge, Vermögensaufbau und Geldanlage. Ähnlich wie ein Steuerberater oder Anwalt bin ich als unabhängiger Honorar-Finanzanlagenberater tätig. Das heißt, jeden Tag und das seit vielen Jahren kommen Menschen auf mich zu mit den verschiedensten Verträgen rund um das Thema Altersvorsorge und Vermögensaufbau, immer mit der Frage, ob es sich lohnt, weiter dort einzuzahlen oder ob es eventuell bessere, andere Wege gibt, die ein schnelleres Vermögensaufbauwachstum ermöglichen. Zunächst einmal zur Definition, was sind eigentlich die Boomer oder auch Babyboomer genannt? Wir sprechen hier von Menschen, die in den 2 Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg geboren sind, also irgendwo in den 50er oder 60er Jahren. Dort waren besonders starke Geburtenjahrgänge und dort sind sehr, sehr viele Kinder in dem Fall geboren worden. Und das ist natürlich jetzt in der heutigen Zeit eine große Bevölkerungsgruppe. Vielleicht kennst du den Baum des demografischen Wandels. Diese Personengruppen machen im Moment die größte Anzahl an Menschen in Deutschland aus. Jetzt gibt es durch diese ältere Generation, vielleicht bei deinen eigenen Eltern kennst du das Ganze, immer wieder mal Geldratschläge. Die sind sicherlich gut gemeint, aber ich möchte dir in dem Video mal 7 Beispiele geben für nicht so gute Ratschläge, die dich finanziell eher nach hinten werfen, als dass sie dich voranbringen. Als erstes möchte ich hier mal heranführen, dass diese Menschen häufig davon reden, dass die Riester-Rente eine gute Sache ist. Das ist mittlerweile nicht mehr ganz so gut. Denn wir haben das Thema der Riester-Rente seit 2001 anfänglich möglicherweise gut gedacht, wurde die Riester-Rente ins Leben gerufen, damals von Walter Riester, um eine gewisse Kürzung um 3% in der gesetzlichen Rentenversicherung zu kompensieren. Dort wurde gesagt, wer freiwillig ein bisschen seines Einkommens, 4% von der sogenannten Bemessungsgrenze in der Rentenversicherung monatlich in eine Altersvorsorge reinzahlt, der bekommt fette staatliche Zuschüsse. Es wurde damals blumig verpackt und von der Finanzindustrie an viele, viele Millionen Deutsche verkauft. Die Riester-Rente hat allerdings den riesigen Nachteil, dass hier eine Garantiekapitalisierung hintersteckt. Bedeutet, dass die eingezahlten Beiträge plus die Zulagen abzüglich der Kosten garantiert am Ende zur Verfügung stehen müssen. Anfänglich vielleicht gut gedacht, in der Praxis jedoch leider ein nicht so guter Punkt. Denn der Nachteil an dieser Garantie liegt ganz einfach auf der Hand. Sämtliche Anbieter können das Geld nicht zum Beispiel am Aktienmarkt anlegen, sondern müssen einen großen Teil der monatlichen Beiträge und auch der Zulagen eben für die Erhaltung dieser Garantie verwenden. Das hat den Effekt, dass die Gesamtrendite auf die Riester-Verträge reihenweise extrem schlecht ist. Und das hat man jetzt nach ungefähr 20, 23, 24 Jahren Riester-Rente auch endlich erkannt. Nahezu jeder Anbieter hat die Riester-Rente eingestellt und in vielen Fällen ist auch medial und öffentlich bekannt, ist die Riester-Rente im Grunde genommen gescheitert. Das heißt, der Tipp, hier die Riester-Rente jetzt noch irgendwo zu nutzen, den darf man letztendlich nicht mehr wirklich ernst nehmen. Der rührt maximal daher, dass hier Menschen, die vielleicht in diesem anfänglichen Zeit der Riester-Rente darauf aufgesetzt haben, das genutzt haben, sich nicht weiter damit beschäftigt und informiert haben und jetzt nicht mehr mitbekommen haben, dass die Riester-Rente gescheitert ist. Der zweite Tipp, der von der Babyboomer-Generation, also denjenigen, die in den 50er und 60er Jahren geboren sind, häufig gesagt wird, ist, dass das Sparbuch doch sicher ist. Hier muss man sagen, aus dem zeitlichen Kontext dieser Menschen ist es so, dass es früher durchaus mal Zeiten gab, wo es 6, 7, 8, teilweise 10% Zinsen auf dem Sparbuch gab. Da musste man sich wegen anderen Anlageprodukten nicht wirklich Gedanken machen, weil man auf dem Sparbuch natürlich extrem gute Zinsen abgeholt hat. Das ist heutzutage lange nicht mehr der Fall. Die Sparbuchzinsen sind nahezu bei Null. Und dazu muss man sagen, dass es auch früher so war, dass man nicht nur den Zinssatz sich angucken musste, sondern man musste dagegen auch die Inflation rechnen. Das heißt, wenn wir eine Verzinsung auf dem Sparbuch von beispielsweise 10% in der Spitze mal hatten und wir haben zu der gleichen Zeit eine Inflation gehabt von 5%, also eine Geldentwertung, dann muss man die natürlich wieder abziehen und der reale Zins lag dann eben bei 5%. Wenn wir heutzutage auf dem Sparbuch nahezu Null haben und wir haben eine Inflation von teilweise 5% die letzten Jahre gehabt, dann reden wir von einem Minuszins von 5%. Das heißt, auch dieser Tipp rührt also eher aus einigen Jahrzehnten in der Vergangenheit, dass ein Sparbuch eine sichere Sache ist. Heutzutage kann man vielleicht sagen, es ist in der Hinsicht sicher, dass das Geld nicht komplett verloren gehen kann, solange man unter 100.000 Euro pro Kunde pro Konto hat. Das ist die sogenannte Einlagensicherung in Deutschland. Aber man hat jedoch diesen schleichenden Wertverlust durch die höhere Inflation, die wir haben im Vergleich zum Zins auf dem Sparbuch. Der nächste Tipp, den du nicht befolgen solltest, ist, dass du dich gut versichern sollst. Die Generation der Babyboomer ist eine Generation, die sich extrem viel versichert hat. In keinem anderen Land der Welt haben die Menschen so viele Versicherungen wie in Deutschland. In Deutschland gehört es mit zum guten Ton, sich gegen alles Gefühl zu versichern. Du musst aber grundsätzlich immer das Mindset einnehmen, dass wenn es um Versicherungen geht, dass du hier verstehst, dass du nur existenzbedrohende Risiken absichern solltest.
Du musst dir also bei einer Versicherung immer die Frage stellen, wenn der Schadensfall eintritt, würde er deine Existenz gefährden und dir erhebliche Probleme verursachen. Die Handyversicherung beispielsweise mag sicherlich schön sein, wenn das Handy kaputt geht und der Handyschaden ersetzt wird. Du musst aber berücksichtigen, dass hierbei keine Existenz bedroht ist. Jeder kann mit ein bisschen Rücklage sich irgendwo ein neues Handy kaufen. Solltest du aber das Ganze versichern, zahlst du über die Zeit lang statistisch gesehen deutlich mehr an Beiträgen, als dir das Ganze letztendlich bringt. Das ist jetzt nur ein Beispiel der Handyversicherung. Es gibt natürlich noch viele andere Versicherungen, die man eher nicht abschließen sollte. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung, die dein Einkommen und dein Leben absichert, die ist hingegen extrem wichtig, um mal eines zu nennen, weil hier geht es eben darum, wenn der Schadensfall eintritt, sprich du deinen Beruf nicht mehr ausüben kannst, du keine Einnahmen mehr hast, dann bist du natürlich sehr schnell existenzgefährdet. Genauso wie die Krankenversicherung, auch die solltest du auf jeden Fall haben, ist auch Pflicht in Deutschland. Ebenso solltest du auch eine Privathaftpflichtversicherung haben, die allerdings keine Pflicht ist. Dennoch ein extrem wichtiger Punkt, denn in Deutschland haften wir für Schäden, die wir anderen antun. Und wenn wir hier jemandem anderen unter Umständen auch gesundheitlich einen Schaden antun, dann ist es unter Umständen sehr schnell, sehr teuer. Dementsprechend Privathaftpflicht auch ganz wichtig. Der vierte Tipp, der häufig von den Babyboomern kommt, ist, dass die Rente sicher ist. Gemeint ist hier die gesetzliche Rente, was über die letzten Jahrzehnte deutlich geworden ist, was eben nicht mehr der Fall ist. In den 70ern gab es einen bekannten Politiker, den Norbert Blüm, der hat gesagt, die Rente ist sicher und viele haben es ihm auch letztendlich abgenommen und geglaubt. Über die Jahre und Jahrzehnte haben wir allerdings gesehen, dass die gesetzliche Rente alles andere als sicher ist. Die durchschnittliche Rente, die heute an Rentner ausgezahlt wird, liegt gerade mal bei knapp über 1000 Euro und entspricht damit bei weitem nicht dem durchschnittlichen Nettoeinkommen eines Arbeitnehmers. Das heißt, die gesetzliche Rente hat sehr, sehr viele Probleme und mittlerweile sind wir so weit, dass sie jedes Jahr mit über 100 Milliarden Euro quersubventioniert werden muss aus anderen Steuereinnahmen, damit unser Rentensystem überhaupt noch am Leben erhalten bleiben kann. Und wenn wir von den Babyboomern reden, dann reden wir hier von einer sehr, sehr großen Bevölkerungsanzahl, wie ich anfangs sagte. Und wenn diese Person in den nächsten 10 bis 15 Jahren in die Rente geht, dann stehen demgegenüber viel, viel, viel weniger Arbeitnehmer, die für mit ihren Beiträgen die Renten sorgen. Dementsprechend wird das Problem in der gesetzlichen Rente immer, immer, immer größer. Deshalb der Tipp, die Rente ist sicher, der ist absolut falsch. Die fünfte Aussage, die ich häufig von dieser Generation höre, ist, dass mein Partner das schon macht. Mein Partner kümmert sich schon um die Finanzen, ich muss das selber nicht auch noch machen, der kümmert sich. Das ist auch leider sehr, sehr falsch und ein großer Trugschluss. Denn wenn du in einer Partnerschaft bist, dann sollte das Thema Finanzen und Geld durchaus auch mal besprochen werden. Es ist naiv zu glauben, und das höre ich häufiger von den Damen, mit denen ich spreche, dass sie sich darauf ausruhen, dass sich der Mann schon um das Thema Finanzen und Geld komplett kümmert. Grundsätzlich ist es natürlich nicht schlimm, wenn einer etwas mehr Ahnung hat, mehr Interesse hat und sich ein bisschen mehr dafür verantwortlich fühlt. Wichtig ist aber, dass grundsätzliche Dinge gemeinsam besprochen, entschieden und auch gemeinsam man sich informieren muss. Denn was bringt es einem, wenn der eine voll im Thema ist und der andere keine Ahnung hat und wenn man sich dann unter Umständen mal trennt oder wenn mal einer wegfällt, der andere dann da komplett alleine steht. Es ist also unglaublich wichtig, hier auch eine gewisse Eigenverantwortung zu übernehmen und letztendlich das Thema eben gemeinsam anzugehen und nicht komplett auf den Partner outzusourcen. Der sechste nicht so gute Ratschlag ist, dass du einfach nur eine Rentenversicherung brauchst. Natürlich ist eine Rentenversicherung eine Möglichkeit, um für die Rente, für die Altersvorsorge was entsprechend zu tun. Es gibt aber in Deutschland um die 90 Lebensversicherungsanbieter, die wiederum teilweise 10, 15, 20 verschiedene Tarife anbieten. Und dann haben diese Tarife noch jede Menge Variablen, sodass unterm Strich wahrscheinlich Zehntausende bis Hunderttausende verschiedene Möglichkeiten bestehen, was du abschließen kannst. Das heißt, hier einfach nur zu sagen, du brauchst irgendeine Rentenversicherung und dann ist das Thema schon erledigt, ist einfach viel zu kurz gedacht. Es gibt so viele unterschiedliche Tarifmöglichkeiten, Durchführungswege und Altersvorsorgeschichten, Dinge, die individuell zu betrachten sind. Es einfach hier auf eine Versicherung runterzubrechen, die es braucht und die soll man einfach nur bezahlen, das ist einfach zu kurz gedacht und erfüllt nicht mehr den Zweck. Der siebte fatale Fehler kann sein, wenn dir die Babyboomer empfehlen, dass du einen Finanzberater brauchst und der macht das Ganze schon. Diese Aussage ist einfach sehr dumm, denn man muss sich hier vor Augen führen, Finanzberater in der Regel sind auf Provisionsbasis tätig und die haben einen starken Interessenkonflikt. Ich möchte hier keinem Finanzberater zu nahe treten und irgendwo alle über einen Kamm scheren, aber es gibt genug Beweise und Belege dafür, die wir auch tagtäglich feststellen und sammeln, als dass wir sehen, dass viele, viele Rentenversicherungsverträge, die von Finanzberatern verkauft wurden, eher für den Finanzberater von Vorteil sind und weniger für den Kunden. Ein Finanzberater macht durchaus Sinn, aber die meisten Provisionsberater sind einfach in einem unglaublichen Interessenkonflikt. Je nachdem, in welchem Konstrukt sie sind, haben sie einen gewissen verkäuferischen Druck, Produkte zu verkaufen und ihre Provisionen und ihre Unternehmens- oder Betriebseinnahmen, je nachdem, wie sie aufgestellt sind, hängen natürlich von der Anzahl der Verträge und von den Provisionszahlungen selbst ab.
Das heißt, der Finanzberater hat hier immer eine gewisse Neigung, ein Produkt zu wählen, was ihm etwas mehr bringt und im Umkehrschluss dir etwas weniger bringt bzw. dich etwas mehr kostet. Natürlich gibt es immer Ausnahmen und wirklich gute Finanzberater. Grundsätzlich, und das empfiehlt auch der Verbraucherschutz, fährst du jedoch besser, wenn du dir einen Honorarberater suchst. Also einen Berater, der nicht am Verkauf eines bestimmten Produktes interessiert ist und eben neutraler aufgestellt ist. Zusammenfassend kann man also sagen, die Generation der Babyboomer hat definitiv eine gewisse Lebenserfahrung. Wer in den 50ern oder 60er Jahren geboren ist, der hat natürlich schon einiges gesehen und mitbekommen. Daraus könnte man natürlich rückschließen, dass diese entsprechende Lebenserfahrung auch wiederum gute Ratschläge beinhaltet. Das ist aber, wie wir jetzt widerlegt haben, häufig nicht der Fall. Wenn du jetzt zu der Generation gehören solltest und vielleicht den einen oder anderen Gedankenfehler bei dir selber entdeckt hast, dass du auch noch diese Fehler unter Umständen bei dir hast, oder du bist jemand, der Ratschläge von eben der Babyboomer-Generation bekommen hat, unter Umständen durch deine Eltern, und merkst auch, dass hier der eine oder andere Glaubenssatz bei deinen Eltern noch nicht ganz passend ist, dann habe ich folgenden Vorschlag für dich. Grundsätzlich musst du dich damit auseinandersetzen, ob du eher das ganze Thema des Vermögensaufbaus und der Geldanlage alleine angehen willst und im Lager der Do-it-yourself-Anleger dich wohlfühlst, dich in alles reinarbeitest und den Weg alleine gehen möchtest, oder ob du es machen möchtest wie unsere Kunden. Wir haben sehr, sehr viele Menschen, die wir dabei begleiten, ihnen bei Fragen zur Seite stehen, ihnen helfen, die Dinge besser zu verstehen und ihnen in kurzer, prägnanter Form zu erklären, worauf zu achten ist. Das spart natürlich jede Menge Lebenszeit, extrem viel Lehrgeld und am Ende des Tages natürlich auch sehr viel Nerven. Wenn du also lieber zu der Gruppe gehörst, dass du sagst, ich möchte einen neutralen Honorarberater, Experten an meiner Seite haben, dann lade ich dich herzlich ein. Buch dir doch einfach mal bei uns einen kostenlosen ersten Termin auf www.tappeconsulting.de. Den Link findest du auch unten in der Beschreibung. Kannst du dir einfach mal einen unverbindlichen ersten Termin mit uns buchen. Egal, ob du Babyboomer bist oder noch jünger, dann können wir uns mal über deine Finanzen unterhalten, über deinen Vermögensaufbau und über deine Glaubenssätze, um herauszufinden, wie wir das Ganze für dich noch optimieren können. Also, mach's wie Tausende vor dir auch schon. Ich freue mich, wenn wir uns bald persönlich kennenlernen. Dein David.